tief kauert er hier über dem Asphalt. Das BMW M4 Cabrio, ein Fahrzeug für Enthusiasten, für Liebhaber der Marke BMW, BMW M vor allem natürlich auch. Unter der Haube haben wir einen wunderbaren 3 Liter Reihen 6 Zylinder mit 2 Turboladern, 450 PS stark, 550 Newtonmeter werden auf die Kurbelwellen gedrückt und geschaltet wird hier per Doppelkupplung 7 Gänge. Das heißt, in 4,3 Sekunden sprintet dieses Cabrio auf Tempo 100, 250 Stundenkilometer elektronisch abgeregelt. Optional könnt ihr mit dem Drivers Package noch die Höchstgeschwindigkeit etwas erhöhen. Aber es geht uns heute gar nicht hier um Höchstgeschwindigkeit. Nein, wir wollen wissen, was verbraucht dieses Fahrzeug im Alltag. Ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie ich bei Ubi testet, bin immer etwas komisch. Ich bin immer etwas anderes. Deswegen schaut ihr vielleicht auch dieses Video gerade. Und falls ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, jetzt ist Zeit, abonnieren. Abo-Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Video liken und auch gerne teilen. Und besonders wichtig ist mir, kommentiert mir das Video. Ich will eure Meinung wissen zum Video und zum Fahrzeug. Und jetzt schicken wir den Wagen hier auf unsere Verbrauchsstrecke. 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit VMAX 150, weil wir hier ein Performance-Fahrzeug über 300 PS haben und 50% Überland. Wir schauen natürlich, was dabei herauskommt. Ich bin sehr gespannt und am Ende gibt es noch ein Fazit mit Likes und Dislikes zu dem Fahrzeug. Und jetzt hoffe ich, ihr bleibt dran. Ich fahre tanken und ihr schaut euch das Auto an. Viel Spaß! Wir sind an der Tankstelle angekommen, das heißt, wir resetten jetzt schon mal alles und gehen gleich mal raus an die Zapfsäule. Heißt, wir resetten auch unseren Bordcomputer. Das sehen wir jetzt mal hier so. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier gehen wir in den Bordcomputer rein und setzen den hier komplett zurück. Dann auch hier die Bordcomputerwerte, die setzen wir zurück. So, wunderbar. Im Kombi-Instrument setzen wir jetzt auch den Tageskilometerzähler zurück. Jetzt geht es raus ans Tanken. Hier, wunderbar. Hoppala, das ist eine kurze Schnur. So, wir tanken Super Plus.
Eins. Zwei. Drei. Drei Klicks machen wir mal rein jetzt hier. So, zurück. So. Ich gehe zahlen und dann geht's los. Wir sind angekommen, wieder an der Tankstelle, selbe Zapfsäule. Jetzt geht es mal an den Thema, was steht denn hier auf dem Verbrauch? Wir drehen um, Reisebordcomputer spricht 9 Liter, 68 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir schauen hier nochmal durch, 9 Liter sagt auch der normale Bordcomputer. Ebenfalls selbe Geschwindigkeit, wir sind 115 Kilometer aufgerundet gefahren. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir an der Zapfsäule rausbekommen. Mit unserem M4 Cabrio. Ja. So. Wir nehmen wieder MaxMotion Super Plus 100. Hängen ihn wieder rein in den Rüssel. Und wir tanken wieder dreimal Klick. Eins. Zwei. Drei. So, lass mal austropfen. So, Himmel, der ist mir zu kurz hier. So, und was steht auf der Anzeige? Da seht ihr es. Jetzt gehe so, ich gehe zahlen und gleich gibt es das Fazit mit der Endabrechnung. Es herrscht Ruhe unter der Motorhaube des BMW M4 Cabrio. Wir sind angekommen am Ende von diesem Video und jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Schauen wir auf die Verbrauchschart. 9,5 Liter ist der Werksangabenverbrauch und wir haben laut Bordcomputer 9 Liter auf unserer Testrunde verbraucht und laut Berechnung mit dem Tankbeleg sind es 8,8 Liter. Das heißt, wir liegen tatsächlich unter dem Werksverbrauch. Sehr erfreulich, wie ich finde. Auch sehr interessant, wie effizient dann dieses Triebwerk auch laufen kann. Natürlich ist das Auto noch sehr neu. Das heißt, es wird noch einen gewissen Einlaufeffekt geben. Das heißt, wir sollten noch mal ein bisschen mit dem Verbrauch runterkommen. Dann liegen wir wahrscheinlich so bei 8,5 Litern. Ich finde das einen ordentlichen Wert für so ein Fahrzeug. Vor allem, es ist ja kein leichtes Cabrio. Das darf man auch nicht vergessen. Optisch gefällt mir das Cabrio immer noch sehr, sehr gut. Auch wenn es demnächst abgelöst wird durch die neue Variante mit den Riesennieren an der Front.
Das Einzige ist, dass das Heck hier vom Cabrio für mich zu hoch wirkt. Das sind die optischen Themen. Beim Fahrverhalten, da kann man dem Motor überhaupt nichts andichten. Der ist wirklich ein absolutes Gedicht hier von BMW. Der Biturbo läuft wunderbar, entwickelt eine tolle Leistungscharakteristik, Drehfreude. Das macht richtig Spaß. Auch die Abgasanlage, die hier verbaut ist, die serienmäßige, klingt sehr schön. Und sonor, das gefällt mir, passt auch sehr gut zum Charakter. Bisschen schade, die Platzverhältnisse, ganz klar, im Fond, da will keiner wirklich sitzen. Die Verarbeitung ist auf sehr hohem Niveau. Wir liegen hier aber auch bei einem Listenpreis für den Wagen, so wie er hier steht, bei rund 104.000 Euro. Das ist natürlich schon sehr stattlich und da darf man auch durchaus was erwarten. Was ich etwas schade finde, ist, gerade wenn man offen fährt, dann merkt man, dass diese Karosserie durch das offene Dach tatsächlich nochmal an Steifigkeit verliert. Sobald das Dach drauf ist, merkt man wieder, dass diese Karosserie deutlich besser funktioniert, vor allem wenn man den Wagen etwas sportlicher bewegt. Da finde ich, sollte vielleicht BMW gerade beim neuen 4er Cabrio nochmal ein bisschen nachlegen, dass das Auto auch offen nochmal ein bisschen steifer wirkt in sich. Sonst gibt es hier wenig zu kritisieren, außer eben dem genannten. Und jetzt seid ihr aber dran. Was denkt ihr zum BMW M4 Cabrio? Hat euch das Video gefallen? Dann bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung vor allem unten in die Kommentarbox zu schreiben. Ich sage jetzt Tschüss und Servus, euer Ubi.